Hallöchen, ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute einen Gutschein basteln und dazu möchte ich mal meinen Plotter verwenden, der relativ neu bei mir eingezogen ist und ich bin da noch so ein bisschen am Rumwerkeln. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie es werden wird, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Mein Plotter durfte vor circa 2 Wochen bei mir einziehen und ich tüftel da gerade ein bisschen rum und probiere mich ein bisschen aus. Und ich dachte, das Ganze möchte ich jetzt auch mal für den Gutschein anwenden. Und ja, ich bin noch recht neu auf dem Gebiet, aber ich dachte, vielleicht interessiert euch das Ganze vielleicht ein bisschen und deswegen nehme ich euch einfach dazu mit. So, ich habe hier so eine kleine Box. Da sind Sushi-Stäbchen angeliefert worden und die ist so stabil und so cool, dass ich gedacht habe, ich bewahre die auf. Ich finde die perfekt. Hier passt halt super DIN A4-Blatt gefaltet rein für einen Gutschein oder auch Geld passt da gut rein und noch so ein paar Kleinigkeiten, vielleicht noch was Süßes oder so. Auf jeden Fall fand ich diese Packung perfekt. Und dachte mir, darauf möchte ich jetzt was Geplottertes kleben. Ich habe schon angefangen, auf der Rückseite einfach die Schrift so ein bisschen zu überkleben. Ich habe mir hier was zurechtgeschnitten, also solche Streifen noch für die Ränder, weil hier ist, nee, da ist keine Werbung drauf, aber hier oben war noch der Designname drauf oder der Firmenname und das Ganze möchte ich hier auch noch so ein bisschen umkleben. Ja, ich dachte, das gefällt mir bestimmt ganz gut. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt für die Front auch schon hier einmal abgemessen, wie groß das Papier sein wird, was hier drauf kommt. Und darauf habe ich dann quasi auch ja, meine Plotterdatei ausgerichtet. Ich habe mir jetzt mal was zusammengesucht und zwar dachte ich, das sieht vielleicht ganz cool aus. Man wird es wahrscheinlich noch nicht ganz erkennen, wobei vielleicht ein bisschen. Ich habe mir eine Berglandschaft ausgesucht, denn die Beschenkte wandert sehr gerne und hat sich einfach einen Gutschein gewünscht oder ja, zum Geburtstag halt eine Kleinigkeit dazu gewünscht, um sich einen Wanderurlaub zu gönnen. Und sie macht das dann immer so, sie sucht sich ein Hotel in irgendeiner Gegend, die ihr gut gefällt. Und dann, ja, bucht sie das Hotel so 2, 3 Tage und wandert ein bisschen vor sich hin. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt nach Gutscheinen für Wanderer oder überhaupt Wandern als Datei. Und dann habe ich diese Berglandschaft gefunden und dachte, es wäre vielleicht ganz cool, das zu verwenden. So, jetzt schneide ich mir hier gerade schon die Transferfolie aus. Und mich nervt jetzt schon, dass sie sich immer in eine Richtung rollt. Deswegen rolle ich sie jetzt mal kurz entgegen. Genau, diese Transferfolie ist dafür da, um das Ausgeplottete gut auf den Untergrund anbringen zu können. Und ob das Ganze funktioniert und wie das Ganze funktioniert, das wird sich jetzt zeigen. Ich habe das einmal probiert und zwar an dem Tag, als mein Plotter kam. Da hat es ganz gut geklappt. Und jetzt bin ich gespannt. Ich lege das auch gleich unten so an, dass das Raster passt. Dann kann ich das vielleicht nachher ein bisschen besser ausrichten. Und jetzt nehme ich mir meinen kleinen Scrapper. Das habe ich mit so einem Werkzeug einfach dazu bestellt. Damit übertrage ich mir jetzt einfach das Motiv auf diese Folie. Ich hoffe, das klappt. Ah, hier klebt es noch ein bisschen dran. Vielleicht muss ich da auch. Vielleicht passt die Folie auch nicht, weil es eine matte Folie ist, oder ich muss einfach ein bisschen mehr drücken. Ich hoffe halt, dass das Ganze hinterher dann auch abgeht, so wie ich mir das vorstelle, weil wenn ich das nämlich auf Papier übertrage, dann könnte das schon sein, dass ich mir das Papier damit zerfetze. Aber das probiere ich jetzt einfach aus und es überträgt gar nicht. Wobei, wenn ich den Anfang mache, geht's, aber. Ah, nee. Vielleicht sollte ich das Ganze auch erst entgittern und dann aufnehmen. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Also versuche ich das Ganze nochmal abzuziehen. Ihr seht, ich bin noch frisch am Werkeln, aber das ist ja nicht so schlimm. Das heißt, ich entgitter mir das Ganze jetzt. Dann könnt ihr nämlich auch schon erkennen, um was es da geht und wie mein Design aussieht. Also für die, die es interessiert, ich habe mir den Cricut Maker 3 geholt. Bis jetzt bin ich super zufrieden damit.
Was mich ein bisschen stört, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass im Cricut Design Space wirklich jedes Design kostenpflichtig ist, außer so ein paar. Also es gibt schon so ein paar Designs, die man auch so einfach bekommt. Aber das sind halt sehr wenige und meistens nicht die, die mir am besten gefallen. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Man kann das natürlich dazu kaufen, kostet dann auch 10 € im Monat, dass man die Sachen nutzen kann, auch dass man die Schriften nutzen kann, wobei ich jetzt halt auch gesehen habe, dass man Schriften einfach importieren kann, die man benutzen kann. Also das ist dann auch völlig in Ordnung und ich bin auch echt kein Geizhals, aber man muss das halt schon mal sagen, wenn man für jede Mitgliedschaft oder für alles, was man irgendwo nutzen möchte, halt noch extra Beitrag zahlen muss, dann läppert sich das halt auch schon ziemlich krass. Ja, also wenn ich überlege, Spotify, Netflix, Prime, dann noch Cricut, Design Space, hier und da noch was und dann kommt bestimmt noch irgendwas dazu, das läppert sich halt schon. Deswegen ist es manchmal einfach ein bisschen schade, dass man da so wenig Auswahlmöglichkeit hat, die man dann nicht zahlen muss. So, jetzt nächster Versuch. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ob euch das wurscht ist oder ob ihr das auch so ähnlich seht, aber es ist halt manchmal wirklich ein bisschen schade. Ah, perfekt, das war mein Fehler. Zumal ich halt auch sagen muss, das Gerät an sich ist halt auch schon sehr preisintensiv und dann ist es halt schade, wenn man alles einzeln dazu holen muss. Aber gut, das war es ja bei der Sizzix auch. Also, ja, mag ich mich nicht beschweren. So. Okay, das Ganze sieht doch schon richtig cool aus. Ich habe mir das Design etwas größer auch extra ausdrucken lassen, als das Papier hinterher groß ist, weil ich gerne möchte. Jetzt gucke ich, ob das besser funktioniert. Jawohl. Ja, jetzt wurde ich kurz unterbrochen und habe auch ein bisschen den Faden verloren, aber ist nicht so schlimm. So, also jetzt hoffe ich natürlich, dass das Ganze gut auf dem Papier haften bleibt, dass der Rest dann auch gut funktioniert. Auf jeden Fall habe ich das Ganze ein bisschen größer extra ausplotten lassen, weil ich das links und rechts abschneiden wollte und weil ich wirklich die Berglandschaft über die komplette ja, Strecke haben wollte. Wie gesagt, ob das Ganze spannend. Ajo, klebt sehr gut. Sieht doch auch recht cool aus. Ich habe extra so ein paar Naturtöne mir ausgesucht. Da ist jetzt ein Stückchen abgerissen, aber es ist nicht so schlimm. Ja, so ein paar Naturtöne ausgesucht, weil ich dachte, das passt ganz gut zum Wandern. Aber ich muss schon sagen, das sieht richtig cool aus. Ich habe mir noch eine matte Folie auch genommen, die glänzt so ein bisschen oder da sind so ein paar Glitzerpigmente drin. Aber so an sich sieht das Ganze doch schon schön aus. So, perfekt. Jetzt habe ich mir noch eine Schrift dazu überlegt und zwar anstatt Wonder Woman, Wonder Woman. Finde ich ganz cool. Und das plotter ich jetzt auch aus und das habe ich in zwei verschiedenen Farben ausplottern lassen. Einmal in Schwarz für den Hintergrund, so mein Plan, also als Schatten, und einmal in so einem Cremeton in der Hoffnung, dass ich das übereinander setzen kann und dass das Ganze dann so ein bisschen schattiert aussieht. Und es wäre natürlich jetzt mein Wunschdenken, wenn ich das Ganze auch sofort auf diese Transferfolie aufbringen kann. Und das da schon drauf ausrichten kann und nicht erst auf der Karte ausrichten muss. So, mach die Innenräume weg. Also ich muss schon sagen, am Anfang dachte ich, ja, so ein Werkzeug braucht man vielleicht nicht, aber das ist schon sehr, ja, sehr hilfreich. So. Gut, also Wonder Woman ist ausgedruckt und es passt von der Größe auch perfekt dazu. Und das Ganze entgitter ich mir jetzt auch noch hier auf der zweiten Folie. Und das ist eine Hochglanzfolie. Ich dachte, das kommt vielleicht auch ganz gut.
dass das so ein paar verschiedene Strukturen auch sind und so ein paar verschiedene Oberflächen. Aber ich muss schon sagen, das funktioniert richtig cool, das hier so zu entgittern. Das macht auch echt Spaß, das so abzuziehen und zu sehen, wie gut sich das voneinander löst. Gesagt und schon funktioniert es nicht. Ja, doch, geht. Also wie gesagt, die Bügelfolie funktioniert auch sehr gut. Ich habe da einfach mal versucht, die Bügelfolie zu verwenden, die es beim Action gibt. Da gibt es ja in der Kinderabteilung immer diese Bügelfolie. Und die funktioniert perfekt zu plottern. Das hätte ich erst gar nicht gedacht und war schon begeistert. Die finde ich sogar besser als die, die ich mir dann noch online dazu bestellt habe. Und das sieht richtig gut aus dann. Ich kann euch nachher mal kurz was dazu zeigen. Wobei, ich habe es, glaube ich, gerade hier. Zack. Und das letzte noch. Genau. Und zwar das hier. Das ist die Bügelfolie vom Action oder vom Kick. Die gibt es nämlich, beim Teddy. Beim Teddy gibt es die nämlich auch. Die kosten beide in etwa gleich viel. Und das funktioniert richtig super. Das, ja, herzustellen und aufzubügeln. So, jetzt kommen wir wieder zurück zur Karte. Ich möchte gerne, dass dieser Schriftzug über diesem Schriftzug ist. Und ich denke, ich werde dann diesen cremefarbenen Schriftzug als erstes aufnehmen. Ich versuche das mit der gleichen Folie, in der Hoffnung, dass ich nicht noch eine Folie ausschneiden muss, was jetzt nicht schlimm wäre. Aber ich mag es halt auch gerne, solche Sachen immer wieder verwenden zu können oder öfters wieder verwenden zu können. Und es klebt schon recht gut. Perfekt. Und das Ganze möchte ich jetzt hier drauf platzieren, so dass ich einen kleinen schwarzen Schatten sehe. Bin gespannt, ob das klappt. Das sieht voll gut aus. Voll schön. Das gefällt mir voll. Sehr, sehr cool. So, jetzt müssen wir das ganze Schwarze natürlich mit aufnehmen. Und das muss auch hängen bleiben. Aber es ist eine sehr, sehr gute Idee. Und sieht fast so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Perfekt. Ja, voll gut. Da freut sie sich. So, und das Ganze bringen wir jetzt hier noch auf. Möglichst gerade und möglichst so ein bisschen auch auf diese Bergkette. Und da ich das Ganze nicht gerade auf das Raster gesetzt habe, muss ich das so ein bisschen ausrichten. Aber ich glaube, das passt. Ja, voll gut. So, das Ganze wieder festdrücken. Hier habe ich gesehen, dass sich da ein kleiner Schnipsel verirrt hat von dem Grau. Aber ich denke, das lässt sich gut lösen. Ja. Wunderbar. Voll gut. Ah, sehr schön. Oh, das gefällt mir voll gut. Sehr, sehr cool geworden. Das Ganze drücke ich jetzt nochmal fest, aber dafür drehe ich das Ganze um und drücke von der Rückseite, denn ich habe keine Lust, dass ich mir das mit dieser Spachtel wieder ablöse. So, vielleicht muss man auch gar nicht so viel Druck anwenden, aber ich bin mir, ja, ich möchte lieber, dass das Ganze gut hält und auch lange hält. Da hat sich noch ein Stückchen verirrt auf meiner Hand. So. Also, das gefällt mir richtig cool. Und es sieht so aus wie, da gibt es so einen Filmhersteller, so einen Filmproduzent. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das sieht irgendwie so ähnlich aus von der Schrift her, wie ich finde. So, und jetzt werde ich mir das Ganze hier auf meine Box aufbringen. Dafür nehme ich einfach doppelseitiges Klebeband oder Tombow, je nachdem. Und jetzt gucke ich einfach mal. Ich sehe, dass diese Blümchen so ein Stückchen rausragen. Deswegen werde ich die jetzt einfach noch schwarz übermalen mit so einem Permanentmarker. Einfach gerade am Rand. Das fällt auch nicht auf. Das trocknet nämlich relativ gut aus. Aber das mache ich lieber vorher, als dass ich hinterher da auf meiner Datei rumwurschtel. Ja, voll cool. Also ich muss echt sagen,
Das hat sehr gut geklappt. Das freut mich total, weil es ist ganz oft so, ich nehme mir irgendwas vor und dann denke ich irgendwie im Laufe des Prozesses, ja, wird vielleicht irgendwo werden, aber vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Das sieht richtig, richtig cool aus. Wobei ich jetzt noch denke, ich würde wahrscheinlich das Ganze hier noch ein bisschen kürzen. Da hole ich mir noch kurz mein Schneidegerät raus. Weil ich möchte, dass man den schwarzen Rand nicht nur links und rechts sieht, sondern auch gleichmäßig oben und unten. Und das passt. Aber dazu muss ich noch ein bisschen diese Blumen hier wegmalen, dass dann da auch hinterher nichts durchblinzt. Durchblitzt wohl eher. Also ich denke mal, in den nächsten Videos werde ich vielleicht das ein oder andere Mal auch ja, so ein bisschen was von meinem Plotter mit einfließen lassen. Aber ja, ich denke auch, dass es nicht schwerpunktmäßig darum gehen wird. Ich finde allerdings auch, dass die Ideen so oder so hilfreich sein können, ohne dass man jetzt einen Plotter haben muss, um das nachzubasteln. Natürlich, klar, so auf diese Art und Weise kann man es dann vielleicht auch nur mit einem Plotter nachbasteln, aber auch gerade so ideentechnisch ist vielleicht auch das ein oder andere mit dabei, was man so umsetzen kann. Ich habe mir auch ganz oft Videos angeguckt, wo Sachen verwendet wurden, die ich einfach nicht habe, und habe mir dann einfach meine eigenen Sachen dazu gedacht und es so umgesetzt, wie ich das gerne hätte. Und es hat meistens auch gut funktioniert. So, das Ganze klebe ich auf, möglichst schon gerade, damit der Kleber nicht zu sehr verschmiert. Wobei, den kann man hinterher auch noch gut wegradieren mit so einem Kleberadierer. Und somit ist die Box schon fast durch. Jetzt mache ich noch diese Randstreifen dran. Die habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Aber da überlege ich tatsächlich, ob ich einen Kleberoller nehme. Wobei, nee. Der Tombow ist da, dann darf der auch verwendet werden und kommt mal wieder zum Zug. Ich finde es eben eine coole Möglichkeit, solche alten Verpackungen nochmal neu aufzuwerten, einfach die Hülle so ein bisschen umzudesignen. Manchmal kriegt man ja wirklich coole Verpackungen und denkt sich manchmal, es ist vielleicht viel zu schade, um das wegzuschmeißen. Und bevor ich da mich selbst hinsetze und hier sowas zusammenschuster, ist das vielleicht eine coole Sache, das einfach so zu verwenden. Das habe ich ja auch ich glaube, beim vorletzten Video gemacht, mit dieser Käsebox, die ich umgestaltet habe zu einer Kinoeintrittskarte. Das sieht richtig gut aus. Ich weiß, Eigenlob stinkt, ne? Aber das. Ja, ich freue mich da immer total drüber, wenn was klappt, so wie ich mir das vorstelle. Weil ich bin immer der Meinung, wenn es mir gefällt, dann gefällt es der oder dem Beschenken auch. Und das ist irgendwie das Wichtigste an der ganzen Sache. Ja, da schmiert sie nochmal schön rum auf den letzten Metern. Gut. So. Ja, Entgitterungswerkzeug kann man auch verwenden, um die Klebereste wegzuschieben. So, und nach den letzten Streifen, dann ist das Ganze fertig. Und dann werde ich mal gucken, wie ich das Innere gestalte, ob ich da was ausdrucke oder ob ich da selber noch mal was dazu schreibe. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Das Ganze kommt zusammen. Und somit ist meine Box auch schon fertig. Ich überlege gerade noch, ob ich mir nicht vielleicht noch einen roten Schriftzug ausdrucken soll, auf dem Gutschein steht, und ob ich das vielleicht nicht noch hier reinkleben soll. Aber das werde ich jetzt im Nachgang noch entscheiden. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit, wie gut es geklappt hat mit dieser Folie. Das war nicht mal eine teure Folie. Das war einfach so ein, ja, so ein Sammelpaket von Amazon, wo ich glaube 72 Folien drin waren. Einfach damit ich mal so ein, ja, so ein
Standardsortiment habe, mit dem ich loslegen kann und auch das mit der Schattierung. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaut. Der ist unten in der Infobox verlinkt, heißt auch meine Ideenzentrale. Dort zeige ich nämlich auch das ein oder andere, was ich gewerkelt habe. Das steht dann auch zum Verkauf. Also für alle, die es interessiert, was ich sonst noch so werkel, was ich vielleicht nicht hier in den Videos zeige, der kann da gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, eure Steffi.